Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel am 14. Spieltag gegen den 1. FC Nürnberg am Sonntag um 13:30 Uhr ist Anpfiff im BB Bank Wildpark. Wir erwarten aktuell 25.000 Zuschauer im Stadion. Es ist auch in allen Bereichen außer im Stehplatz-Heimbereich sind noch Tickets verfügbar und die Kurve zwischen Süd- und Westtribüne bleibt geschlossen, aber sonst gibt es noch einige Tickets, also das Stadion kann auch noch ein bisschen mehr gefüllt werden. Soweit meine Infos, den Rest gibt es von Geburtstagskind Christian Eichner. Ja, vielen Dank, guten Tag an alle. Ja, wir gehen in den letzten Block, bei dem uns bis auf Daniel Prosinski der ganze Kader zur Verfügung stehen wird, abgesehen von den Jungs, die jetzt sowieso schon ein paar Wochen fehlen. Tim Rossmann ist gestern erfolgreich operiert worden, habe ich jetzt aber zur Stunde, also bis auf die Tatsache, dass es erfolgreich lief, sonst noch keine weiteren Informationen, sodass wir eine volle Kapelle mehr oder weniger diese Woche auf dem Trainingsplatz hatten und, glaube ich, am Sonntag auch ein gutes Spiel von einer guten Kulisse haben werden mit dem Beginn in den letzten 4 Wochen. Mit 3 Heimspielen sicherlich eine Phase treten, die ja, unabhängig der tabellarischen Situation insgesamt nochmal sehr, sehr wichtig wird für uns, um vor Weihnachten an die obligatorische 20-Punkte-Marke uns ranrobben zu müssen und auch zu können. Und das wird der Job sein der nächsten 3 Wochen oder 4 Wochen, wenn man es auf die Spiele runterbricht, in den nächsten 4 Spielen. Und das ist der Anspruch auch in der Kabine, dass wir das aufs Feld bekommen. Dann gerne per Handzeichen. Nils Bohl macht den Anfang. Ausnahmsweise, sorry René. Ich wollte dir erstmal zum Geburtstag gratulieren an dieser Stelle, persönlich später. Und die Frage formulieren vielleicht mal so, was wünschst du dir denn sportlich zu deinem Geburtstag am Wochenende? Ja, eine Mannschaft, die mit einer riesengroßen Überzeugung aufs Spielfeld kommt, die mit einer Wucht aufs Spielfeld kommt, die all die Facetten mitbringt, die ein erfolgreicher KSC benötigt. Und da gibt es ein paar Beispiele auch dieses Jahr. Wenn man an das Schalke-Spiel denken, da war man scharf, da war man gallig und auch griffig. Und das ist nach wie vor der obligatorische Bestandteil, um Zweitligaspiele erfolgreich bestreiten zu können. Wir treffen auf eine Mannschaft mit einer großen Energie, die ich zumindest am Video so vernommen habe. Und ich gehe davon aus, dass sich die Mannschaft für Sonntag einiges vorgenommen hat. Vor allen Dingen, wenn ich an den Ausgang des letzten Heimspiels denke, glaube ich, ist da das ein oder andere, auch wenn man das nicht mal zurückdrehen kann, für die eigene Haltung nochmal gerade zu rücken. René Dankert von den BNN, ja. Ich hatte schon. Trotzdem alles Gute. Nochmal von der Seite her. Christian Sebastian Jung hat ja in dieser Woche ein bisschen kürzer treten müssen wegen muskulärer Probleme. Du hast gesagt, es sind alle bis auf Daniel Prosinski am Start. Heißt das auch, dass Sebastian Jung 90 Minuten spielen könnte? Denn falls dem ja nicht so wäre, bliebe nur Marco Tiede als Option übrig. Nur jetzt in Anführung gesprochen. Wie sieht es da aus? So, dass Sebi Jung heute ganz normal trainiert hat, auch das ganze Training absolviert hat und im momentanen Zustand nichts dagegen spricht, dass er am Sonntag beginnen könnte. Dann Carsten Kitter von KNews. Dann kannst du nochmal, René. Hi Christian, auch nochmal alles Gute zum Geburtstag von mir. Ja, lass auf den Gegner blicken. Was erwartest du für ein Team? Was erwartest du für eine Mannschaft? Eine gute Mannschaft, die, wie ich es gerade angesprochen habe, grundsätzlich in vielen Bereichen Qualität hat, aber was mir einfach sehr, sehr gut gefallen hat, war die von mir angesprochene Energie. Da wirkt es auf mich, dass da richtig was zusammengewachsen ist oder zusammenwächst, nennen wir es mal so. Haben mit Fiello einen neuen Trainer, der einen sehr starken fußballerischen Ansatz verfolgt und den auch konsequent durchzieht, beginnend bei der ersten Linie hinten schon und da auch immer wieder interessante Möglichkeiten aufzeigt, wie er das Spiel mit seinen Jungs nach vorne tragen kann. Haben eine gute Geschwindigkeit auch in vorderster Linie, wenn ich an Benny Goller denke. Das ein oder andere Mal oder öfters jetzt auch ohne so richtige zentrale Spitze gespielt.
mit einem falschen Hasen oder falschen Neuner, wie man modernerweise nennt. Und ja, es gibt sicherlich ein paar Aufgaben, die da auf uns zukommen in den verschiedenen Bereichen. Aber ich glaube schon, dass es, wenn alle Mann an Bord sind, wenn alle auf dem Spielfeld sind und alle ihre normale Leistung auch beim Gegner aufs Feld bringen, dann erwarte ich ein Spiel wie in den letzten Jahren immer gegen den Club, dass das auf beide Seiten kippen kann. Das waren immer enge, attraktive Spiele aus meiner Sicht. Mit einem großen Zuschauerzuspruch auch immer wieder von beiden Seiten. Das ist ein Spiel, auf das ich mich richtig freue, weil einfach zwei Mannschaften da sind, die versuchen wollen, Fußball zu spielen und die versuchen werden, auf beiden Seiten das Spiel auf ihre Seite zu ziehen. Und deswegen ist eigentlich vieles auf den Weg gebracht, um ein attraktives Zweitligaspiel zu erwarten. Wer möchte denn die nächste Frage stellen? Hans Falser, ja. Mittelfeld, stellt sich da die Frage Jensen oder Nebel oder die Frage Jensen und Nebel? Beides, ja. Plus auch die Frage und oder Burnitsch. Das ist ein Teilbereich, der nach wie vor bei uns quantitativ und qualitativ gut bestückt ist, wo wir sicherlich aber auch, was die Qualität anbelangt, gerade in den letzten zwei, drei Spielen einfach auch Nachholbedarf haben. Müssen wir wieder ein bisschen hochfahren, was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil gerade dieser Mannschaftsteil uns sehr, sehr oft auch getragen hat in all den Monaten, weswegen man in solchen Momenten einfach auch die Jungs unterstützen und begleiten muss und auch mal vielleicht ein, zwei, drei Spiele mal gemeinsam durchleben muss, wo vielleicht nicht alles so leicht vom Fuß geht, wo nicht alles immer gut funktioniert. Und da haben wir aber genug Möglichkeiten, um dann auch immer wieder von Beginn während des Spiels zu reagieren. Leon Jensen ist angesprochen worden, hat eine gute Reaktion gezeigt, hätte sich sicherlich auch gewünscht, in Berlin in seiner Heimat von Beginn an zu spielen. Aber ja, das ist Fußball, das ist zweite Liga und er ist dann in der Halbzeit reingekommen und hat eine gute Halbzeit gespielt. Und jetzt müssen wir am Sonntag schauen, zunächst mal in was von der Grundordnung wir spielen, weil das auch für mich total ergebnisoffen momentan ist und wie sich alles Weitere dann von hinten nach vorne aufstellt. Dann Nils Bohl, ja. Jetzt nutzt man Länderspielpausen traditionell dafür, dass man irgendwie noch ein bisschen mal was bewegt oder verändert. Worauf lag euer Fokus in dieser Pause oder dein Fokus? Ja, absolute Ruhe und Stabilität und Ruhe ausstrahlen. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit öfters gezeigt, dass das ein sehr, sehr guter Ratgeber in solchen herausfordernden Zeiten ist. Und das ist eine Herausforderung dieses Jahr wieder, in die wir uns gebracht haben. Und trotzdem haben wir noch genug Möglichkeiten, bis Weihnachten die Dinge in ein besseres Fahrwasser zu bringen. Und das ist unser Auftrag und das müssen wir versuchen umzusetzen, weil die Dinge, die jetzt passiert sind, das ist ja wie in allen anderen Lebenssituationen, die können wir nicht mehr verändern. Da können wir auch noch so oft drüber reden, wird der Ball nicht mehr reingehen oder nicht reingehen, egal in welche Richtung man denkt. Und deswegen Stärke ausstrahlen, mit Zuversicht aufs Spielfeld kommen, da gibt es auch genug Gründe, das auch zu tun. Bei all dem Wissen, dass das nicht alles optimal gelaufen ist, aber wenn ich hader und wenn ich zweifle, davon kann man ausgehen, es sind schlechte Ratgeber und wird uns auch nichts helfen am Sonntag. Deswegen raus aufs Spielfeld, aufs neue Geläuf, Vorfreude und versuchen die Zuschauer mit in die letzten drei Wochen mitzunehmen und dann am Ende versuchen, dass die drei Punkte bei uns in Karlsruhe sind. Dann nochmal eine Nachfrage von Nils. Ja. Jetzt habe ich lese ja immer vor solchen PKs ein bisschen in der Gegend rum und jetzt habe ich auch gelesen, dass der große Vorteil des KSC jetzt bis Weihnachten sei, dass es viele Heimspiele gibt und dass man daraus fleißig Punkte sammeln könnte. Siehst du das genauso, dass es ein Vorteil ist? Wenn du sie gewinnst, war es ein Vorteil, aber jetzt in der zweiten Liga vor einem Spieltag oder vor Spieltagen von irgendeinem Vorteil zu sprechen, von irgendwelchen Tendenzen zu sprechen, ich glaube, da sind wir oft genug alle hier im Raum schon in alle Richtungen überrascht worden. Es ist aber sicherlich so, dass wenn wir, das geht vielleicht in diese Richtung, wenn wir jetzt irgendwie Mitte der Rückrunde wären, in einem ähnlichen Fahrwasser wie gerade eben,
würden wir sicherlich dann auch konstatieren müssen, dass wir uns in die Phase bewegen mit Heimspielen, wenn du deine Ziele erreichen willst, dass du diese Heimspiele erfolgreich bestreiten musst. Das ist ein alter Hut, der wird gleich bleiben. Und es wäre sicherlich nicht von Nachteil, wenn wir zwar uns nicht Mitte der Rückrunde befinden, aber in einer entscheidenden Phase der Vorrunde, in welchem Bereich du dann Weihnachten verbringen wirst und mit welchem Abstand, beziehungsweise wie viele Mannschaften du noch erreichen kannst, dass du diese Spiele erfolgreich bestreitest. Und das sind Mannschaften, auf die wir zu Hause treffen, die beispielsweise in unserem Fahrwasser sich bewegt haben in den letzten Jahren, mal Elversberg ausgeklammert. Noch ein Auswärtsspiel bei einer richtig guten Mannschaft, aber auch da ist in der zweiten Liga möglich, Spiele zu gewinnen. Und deswegen liegen genug Chancen auf dem Weg. Wir haben genug Chancen allerdings auch gehabt schon, um näher ranzukommen an den Rest. Und deswegen weiß die Mannschaft auch, die ist ja schon intelligent genug, dass es sicherlich nicht verkehrt wäre, Heimspiele erfolgreich zu bestreiten. Harald Linder, ja. Christian, nochmal zum Personal. Der Fabian Schleusener hat momentan so ein bisschen Ladehemmung. Denkst du darüber nach, einen anderen Zweiersturm in die Startformation zu bringen? Ja, es ist generell offensiv. Haben wir ja bei der einen oder anderen Frage vorher schon mal gehört gehabt von mir. Ab und zu mal nicht alles rund gelaufen. Das ist aber meistens so, wenn es tabellarisch nicht alles optimal läuft, dass dann in unterschiedlichen Mannschaftsteilen nicht alles wie geschnitten Brot läuft. Das muss ich mir erstmal im Klaren sein und das sind wir uns. Und wir haben Möglichkeiten da auch zu Veränderungen. Wir haben Möglichkeiten auch mit einem nur zu spielen vorne. Wir haben die Möglichkeit, personell was zu tauschen mit Budu beziehungsweise auch mit anderen Spielern. Und von dem her lassen wir uns da alle Möglichkeiten offen. Aber richtig ist, dass der ein oder andere Luft nach oben hat in seinem Spiel. Und da kriegt er die Unterstützung von uns. Und trotzdem brauchen die Jungs sich einander auf jeder Position. Auch die Jungs, die reinkommen beziehungsweise die vielleicht auch gar nicht zum Spieleinsatz kommen. Und dafür kriegen sie von uns alles Mögliche an Unterstützung, weil das wird nur gemeinschaftlich funktionieren. René Dankert von der BNN nochmal. Du hast ja eben Budu Tsivtsivadze erwähnt, einer von zwei Spielern, die Länderspielpause bei ihren Auswahlmannschaften verbracht haben. Mit welchen Eindrücken bzw. mit welchen Rückmeldungen kamen die zum Vereinsrück? Ganz speziell natürlich auch die Frage auf Budu Tsivtsivadze gemünzt, der sich sicherlich auch ein bisschen mehr Spielzeit wünschen würde. Ja, das ist gleichbleibend mit allen anderen Jungs, die nicht so oft zum Einsatz kommen. Die haben alle Möglichkeiten, Trainers Tür einzutreten, sportlich positiv formuliert, auf dem Trainingsplatz. Und das gelingt nicht immer gleich. Das ist aber auch völlig normal. Da gibt es mal Trainingswochen, die sind besser. Dann ist aber gerade eine Mannschaft vielleicht stabil gewesen. Dann ist vielleicht auch mal so, dass es Wochen gibt, wo es nicht so optimal ist, was aber dann auf alle im Kader manchmal zutrifft. Deswegen, beide hätten sich, glaube ich, Paul und Budo logischerweise die ein oder andere Minute mehr gewünscht, aber ich glaube, das muss man unterschiedlich bewerten. Das ist gerade für Paul eine tolle Nummer, bei der U21 dabei zu sein, und da ist einfach auch eine große Konkurrenz, und Paul ist ein total fleißiger Spieler, der aus diesen Erfahrungen einfach immer wieder sehr, sehr viel mitnimmt. Bei Budo ist es jetzt auch ein bisschen weniger gewesen, was die beiden Spieleinsätze anbelangt. Aber gerade bei ihm merkst du es immer an, dass es ihm gut getan hat, wenn er, das ist auch was völlig Normales, in der Heimat war, beziehungsweise mit Jungs zu tun hatte, die er dann nicht so oft gesehen hat, oder auch mal vielleicht Jungs sieht, die er nicht so oft sehen kann. Und deswegen sind die, glaube ich, ganz gut zurückgekommen, und trotzdem geht es um Leistung. Trotzdem versuchen wir, die Dinge so zu bewerten, dass wir am Sonntag eine entsprechende Aufstellung euch präsentieren. Dann Hans Falser. Christian, im Zusammenhang mit dem, was bei Union Berlin passiert ist, ist auch zu lesen gewesen, dass unter Umständen Berlin den Mikkel Kaufmann abgeben könnte in der Winterpause. Es war auch zu lesen, dass der ein oder andere Zweitligist Interesse hat.
spielt da der KSC mit in diesen, in dem Schattenboxen? Ich war eingangs nicht ganz sicher, in welche Richtung deine Frage zielt. Nochmal, das haben wir ja auch das ein oder andere Mal thematisiert hier, dass der Bereich ganz vorne, und wir haben jetzt fast die letzten eineinhalb Jahre mit zwei richtigen Stürmern gespielt, oder mit zwei Spezialisten gespielt. Der ist spätestens durch die Verletzung von Tim Rossmann, der ja eigentlich auch kein Spezialist ist, wenn wir ehrlich sind, ist der ein bisschen rar gesät. Und deswegen ist es sicherlich, sag mal, von der sportlichen Bewertung im Trainerteam so, dass allein quantitativ auf dieser Position uns jemand gut tun würde. Aber auch da wieder an der Stelle ist eine reine sportliche Bewertung. Und die ist jetzt auch nicht so, dass die irgendjemand anders zieht, sondern wir müssen immer wieder schauen, was für Möglichkeiten gibt es sportlicher Natur auf dem Markt. Beispielsweise ist ein Spieler wie ein Mikkel Kaufmann überhaupt dann am Ende auf dem Markt, wenn jemand dieser Qualität auf dem Markt ist und es Vereine gibt, die Stürmer suchen, ist es nachvollziehbar, dass sie beispielsweise an so einen Spieler denken. Meiner Ansicht nach ist er momentan nicht auf dem Markt. Vor allen Dingen haben wir noch keinen Markt. Und ich glaube, Union Berlin ist da momentan genauso wie wir in einer Situation, wo sie sich jetzt wahrscheinlich erstmal primär aufs Sportliche konzentrieren, nicht mit irgendwelchen Gerüchten. Aber es ist ja auch nicht neu, dass wir Mikkel im Sommer in Karlsruhe gerne gehalten hätten. Aber das hat ja keine Konsequenz für irgendwelche andere Dinge. Dann sind alle Fragen beantwortet. Ich bedanke mich fürs Kommen und wir sehen uns am Sonntag. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.